Kai Gedan. Erschreckende Ergebnisse. Mein DEXA-Scan 4 weeks out. Freunde, let's go mit Kai Gedan. Mal gucken, was er dazu berichtet hat. Wie schätzt ihr Kai Gedans Gedan? Wie schätzt ihr Kai Gedans KFA rein? Würde mich mal interessieren. Ich mache jetzt hier eine Umfrage. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es den DEXA-Scan 3.0. Ich bin jetzt über 30 Wochen auf Wettkampf-Diät. Ich habe von 122 Kilo jetzt abgenommen auf 105 Kilo. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mein Körperfettanteil macht. Habe ich Muskulatur verloren? Ja oder nein, werdet ihr alles heute im YouTube-Video erfahren. Jetzt legen wir uns das mal hin und der DEXA-Scan wird durchgeführt. Und dann sehen wir uns gleich bei der Auswertung zu Hause. Viel Spaß mit dem YouTube-Video. Let's go! So, Friends, ich habe jetzt hier eine Abstimmung am Start. Ihr könnt abstimmen. 2 Minuten geht die Abstimmung. Ich sag, sein KFA liegt bei 7%. Let's go. Guy Gedan. So, Leute, DEXA-Scan ist durch. Ihr seht den Schmalk. Wartet, Freunde. Ihr müsst abstimmen. Jetzt schnell abstimmen, weil ich glaube, der zeigt jetzt hier direkt das Ergebnis. Schnell abstimmen. Schnell. Schnell, Freunde, schnell. Schnell. Okay, weiter geht's. Auf dem PC. Für die, die 5,9 schreiben, weil die das Video schon gesehen haben, schämt euch, haut ab, bitte. Keine Spoiler hier. Wir sehen die ganzen Daten. 7 ist Standard. Was ist denn an 7% Standard? Das ist schon mega shredded, Alter. Das wird jetzt ausgedruckt und dann gehen wir heim und werten die ganze Sache aus. Die Wörn-Klamotten fallen alle standardmäßig aus. Ich bin richtig gespannt und hyped, wie hoch mein Körperfettanteil ist. Und ob ich Muskulatur verloren habe, ja oder nein, ab nach Hause zur Auswertung, let's go. Wieder zu Hause angekommen, werden jetzt die DEXA-Scan-Ergebnisse ausgewertet. Vorab, ich habe die Ergebnisse schon gesehen und ich bin wirklich erschrocken. Aber dazu gleich mehr, wir starten mal direkt rein ins Video. Und zwar, wir schauen jetzt erst meinen DEXA-Scan 3.0 an, dann werden wir drauf schauen, wie viel Körperfett habe ich, was habe ich für einen Körperfettanteil. Am Ende hat er so 4% und wir haben alle verkackt. 10, 7... 7% führt. Ich habe auch 7% abgestimmt. Masse FFMI und natürlich auch Vergleich mit den anderen DEXA-Scans ziehen, denn ich habe hier auf YouTube schon 2 andere noch gemacht, also 1.0, 2.0 und jetzt in diesem Video 3.0. Ihr kennt Kai nicht. Kai macht immer Präsentation. Der macht jedes YouTube-Video ist ein halbes Referat. Aber ist geil. Wenn wir ein bisschen Resümee ziehen, was ist in den ganzen 30, 35 Wochen Wettkampf-Diät passiert? Habe ich Muskulatur verloren? Ja oder nein? Und dann leiten wir direkt über in mein Fazit und in meine Persönlichkeit. Also, die Abstimmung, 43% haben abgestimmt, dass sein KFA auf 7% ist. Weiter geht's. Bin ich der Meinung. Also starten wir direkt rein in den DEXA-Scan 3. 5,9. Die Spoiler-Piraten waren am Werk hier. 0. Ich bin jetzt 4 weeks out, genau 31 Tage bis zum ersten Wettkampf. Das ist aber ein guter Wert für 4 weeks out. Sehr, sehr gut. Und mein Körperfettanteil ist bei 5,9%, extrem niedrig. Als ich die Zahl gesehen habe, war ich wirklich erschrocken. Aber, no joke, ich habe zum Leonie und ich haben zum Spaß im Auto. Also er hat noch 6 Kilogramm Fett. Ist das richtig? So geschätzt, was mein Körperfettanteil ist. Und ich habe, no joke, gesagt, 5,9. Richtig, richtig krass. Aber was? Er hat seinen Körperfettanteil ermittelt? Heftig. War einfach ein bisschen lucky, aber ich muss sagen, 5,9% sehr, sehr niedrig, aber wenn ich so zurückreflektiere, die letzten 1-2 Wochen. Haben wir jemanden im Chat, der jetzt hier ganz schnell seinen FFMI-Wert ausrechnen kann, um wirklich zu gucken, ob dieser junge Kerl hier uns einen vormacht oder ob er wirklich natural ist, so wie ich hier auf dem Stuhl. Die Diäterscheinungen haben doch signifikant angezogen, kann man schon auf jeden Fall unterstreichen. Joe, der Kokser, ich danke dir. Vielen lieben Dank. Wie groß er ist, musst du googeln. Ich weiß es nicht. Er ist aber verdammt groß. Über 1,90. Wert, dass ich bei 5,9% bin. Ihr werdet die Form auch in den nächsten Vlogs sehen. Die ist auf jeden Fall signifikant angezogen und ultra crispy. Auf jeden Fall für mich in PR. Ich rechne hier nichts aus. Ich muss reacten. 5,9%, denn 2018, als ich eine Woche out war, habe ich auch einen DEXA-Scan gemacht. Und da hatte ich 6,1% Körperfett. One week out hatte er 6,1. Jetzt hat er 4 weeks out 5,9. Also brutale Veränderung. FFMI 24,96. Was war nochmal die Obergrenze, Freunde? Na? Das ist hier natürlich ganz knappes Ding. Ein ganz knappes Ding.
Also ich bin so lean wie noch nie in meinem kompletten Leben. Mein Körpergewicht ist bei 106 Kilo, auch erstaunlich hoch. Und meine Magermasse ist ein wichtiger Wert, ist bei 95,5 Kilo. Also die Muskelmasse ohne Fett und ohne Knochen. Da hast du es, was FFMI-Wert ist. Der wichtige Wert, mit dem werden wir nachher noch arbeiten. Dann schauen wir uns mal den FFMI an. Der FFMI ist ein Aussagewert. Ah, da haben wir ihn ja schon hier. Er hat ihn selber ermittelt. Sehr, sehr gut. Oder wird oft erreicht. Ohne Anabolika kaum zu erreichen. Nicht zu erreichen, sondern kaum zu erreichen. Angezogen, um halt eben auch zu sagen, ob eine Physik oder ob ein Körper natural erreichbar ist. Also der FFMI ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Ich habe mal meinen FFMI-Wert ausgerechnet, der liegt bei 16. Aussagekräftige Zahl, aber wird halt eben oftmals herangezogen, auch in dem einen oder anderen Wettkampf, um halt eben einen Marker zu finden, ob jemand getestet werden soll auf Steroide, ja oder nein. Und da wird oftmals der FFMI herangezogen. Ich glaube auch sogar bei der GmbF ist es ein Startkriterium. Je nachdem werde ich da vielleicht sogar Probleme kriegen. Ich weiß nicht, wie sich das... Das ist wirklich so lächerlich bei den Netty-Verbänden, dass die wirklich da Probleme machen, wenn einer einen verkehrten FFMI-Wert hat. Das ist behindert. Ja, der schläft hier in sein Körbchen. Hier ist mein Flur und da liegt sein Korb. Das verhält, ich hoffe natürlich nicht. Ich habe die Daten eingegeben in den FFMI-Rechner und der ist bei 26,2, was brutal hoch ist. Und auf jeden Fall, ihr seht hier unten, ohne Anabolika kaum zu erreichen. Also ich habe den FFMI komplett gesprengt, aber das war bei mir auch immer schon so der Fall, dass ich einen sehr, sehr hohen FFMI habe. Denn dazu will ich ein bisschen ausholen. Wenn man jetzt ein Athlet ist. Marv, schlaf gut. Gute Nacht, mein Lieber. Gute Besserung. Der wirklich große, starke Muskelgruppen hat, bedeutet einen starken Rücken, starke Beine. Ja, und bei ihm sind das die Beine. Hat gerade auch einer reingeschrieben in den Chat. Ich denke und sehe es genauso. Beine, dann hat man natürlich sehr, sehr leichte Karten, den FFMI wirklich krass nach oben zu treiben. Wenn man jetzt starke Schultern, starke Arme und vielleicht noch starke Waden hat, sowas, solche Muskelgruppen, die einfach nicht groß sind, aber trotzdem stark ausgeprägt sind und die großen Muskelgruppen wie die Beine und der Rücken jetzt eher kleiner sind, die haben natürlich viel, viel weniger Masse und dadurch wird man dann automatisch weniger oder wird man es viel schwerer haben, auf einen großen FFMI zu kommen. Kurzes Fazit dazu, laut FFMI bin ich nicht natural, mein Körper ist laut FFMI. Aha, da haben wir es doch. Nicht natural erreichbar, ich persönlich... Du Faker, du! Ich sage euch, ich bin Lifetime Natural, habe noch nie in meinem Leben Steroide genommen. Diese Saison schon ein... Nee, Spaß beiseite, Freunde. Dem Kai kaufe ich das tatsächlich ab. Guckt ihn doch mal an, Freunde, bitte. Guckt doch mal den Kai an. Der ist doch so natural, naturaler geht's nicht, Alter. Der ist natural, fertig, aus. Ich glaube dem das. Das ist so ein richtiger Naturbursche. Nee, Spaß beiseite. Er ist für mich in meinen Augen Netty. Da mit seiner Freundin Leonie, die machen da ihre schöne Kochkünste zusammen, trainieren zusammen richtig hart. Machen den Exorzismus-Move beim Training. Die sind beide natural, 100%. Ja. Ob Leonie nachgeholfen hat, hinten mit Brazilian Buttlifting, das wissen wir natürlich nicht. Da steht in den Sternen. Aber Kai ist auf jeden Fall Netty. Doping-Test gehabt und es werden auf jeden Fall noch weitere Folgen. Interessant herauszusehen, ihr könnt auch selber mal euren FFMI dort eintragen und herausfinden. Ist ein interessanter Wert. Kein Stoffer würde PowerPoint-Präsentation machen, ja, denke ich auch. Ich habe ihn komplett gesprengt, aber er ist jetzt wirklich nicht aussagekräftig. Dann machen wir weiter mit dem Vergleich vom ersten, zweiten und dritten DEXA-Scan. Kurzer Rückblick, meinen ersten DEXA-Scan habe ich 35 Wochen out. Geil, dass er das so regelmäßig gemacht hat. Also was heißt regelmäßig, sondern so ein paar Abschnitten, finde ich cool. Am 10.02. gemacht, also am Start der Wettkampf-Date. Den zweiten DEXA-Scan mittendrin, 16 Wochen out, also am 23.06. Und jetzt den dritten, 4 weeks out, am 15.09. Und wir schauen uns die Ergebnisse an. Da habe ich natürlich eine 13, 8 und 5%. Okay, cool. Interesting. Schöne Excel-Tabelle zusammengestellt. Kai, Digga, du kriegst für deine Präsentation heute, für dein Referat, eine 1+. Das ist eine super Präsentation. Mein Körperfettanteil war beim ersten DEXA-Scan bei 13,5. Beim zweiten... Nee, Punktabzug gibt es hier, Kai. Du hast was vergessen in deiner Folie. Kai, dieser Pfeil hier, den hast du vergessen zu löschen. Was soll das denn, Kai? Also nächstes Mal möchte ich bitte, dass du da auch die Pfeile, die nicht dazu gehören, zur Folie wieder rauslöscht. Sonst gibt es Punktabzug jetzt hier, Mensch. Bei 8,3 und jetzt eben auf 5,9. Also ich habe signifikant meinen Körperfettanteil reduziert.
Mein Körpergewicht war beim ersten bei 121,4, beim zweiten 113,2 und ist jetzt bei 106 Kilo. Also ich habe ordentlich was abgeworfen von DEXA-Scan 1 zu 2 und von 2 zu 3 und natürlich auch von 1 zu 3 habe ich insgesamt, kurz Kopf rechnen, 13,4 Kilo Körpergewicht verloren. Ich will auch mal ganz kurz nochmal hier meinen FFMI-Wert ausrechnen. FFMI-Rechner. Einmal ganz kurz. Ich habe es schon mal gemacht, aber ich habe es vergessen. Deswegen, ich will es nochmal wissen. So. Größe. Mal hier zusammen jetzt hier. 1,79 Meter. Da muss ich tatsächlich schätzen. 13, 14? Ah, 14, oder? Körpergewicht aktuell 108. Mein FFMI liegt bei 29. Okay. Geschätzt, ne? Die 14%. Könnten auch, sagen wir 16. Liegt immer noch bei 28. Und wenn der auf 9 wäre? Warte, 4% hatte ich mit 93 Kilo. Oh, passt ja vorne und hinten nicht. Okay, schade. Ich dachte, da kann man irgendwas machen. Weiter geht's, Freunde. Verloren. Ich muss sagen, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass ich am Start der Wettkampfdiät wirklich mal so tief mit dem Körperfett oder mit dem Körpergewicht nach unten gehen muss. Aber damit die Form crispy ist, wird natürlich alles gemacht. Ich habe ja noch am Anfang so gesagt, ja, okay, vielleicht so 108, 109 Kilo auf der Bühne. Aber Leute, man unterschätzt sich beim Gewicht. Netty King 3000, schlaf schön. Immer, wie weit das nach unten geht. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zum entscheidenden Marker, zum Magermassenmarker oder zu der Magermasse. Und zwar, die war am ersten DEXA-Scan bei 101,3 Kilo, beim zweiten DEXA-Scan bei 99,7 Kilo, also 1,6 Kilo verloren, Muskelmasse verloren. Und jetzt beim dritten DEXA-Scan bei 95,5 Kilo, also ich habe von DEXA-Scan 2 zu 3 4,2 Kilo Muskulatur verloren, laut Krass, ne, Freunde? Sehr, sehr krass. DEXA-Scan, Leute. Ist auf jeden Fall kein schöner Wert, wenn man das so sieht. 4,2 Kilo Muskulatur verloren, aber das ist nur Muskeln auf dem Blatt Papier. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass es reine Muskulatur ist und dazu leiten wir auf jeden Fall über in mein Fazit. Was sage ich zu den Ergebnissen? Ich bin persönlich sehr, sehr beeindruckt und hätte nicht gedacht... Valeri, dein KFA ist auf jeden Fall noch über 20. ...dass ich mit dem Körperfettanteil schon so niedrig bin. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, wie weit es noch runter geht. Habe ich jetzt 4 Kilo Muskulatur verloren? Nein. Ich fände es geil, wenn der One Week Out noch einen DEXA-Scan machen würde. Fände ich richtig geil. Nein, ich denke nicht. Zum einen, weil ich in der Wettkampf-Diät auf jeden Fall... Was ich noch besser finde, ist, dass er hier ein Fazit zieht am Ende des Videos. Das gibt ihm nochmal ein paar Pluspunkte hier für die Präsentation. Fazit und persönliche Meinung. ...stärker geworden bin, auch heute noch. Ich habe letztes Training sogar beim Schulterdrücken wieder... Und die Soundqualität gefällt mir sehr, sehr gut hier. Kai, falls du das siehst, welches Mikrofon benutzt du, mein Bester? PR rausgehauen, also muskulaturmäßig denke ich nicht, dass ich wirklich viel Muskulatur eingebüßt habe, aber meine Muskulatur ist sehr flach, also ich habe nicht wirklich viel Muskelglykogen und dementsprechend auch nicht wirklich viel Wasser in der Muskulatur, was der DEXA-Scan natürlich mit reinrechnet als Magermassenverlust und deswegen werden wahrscheinlich die 4,2 Kilo zustande gekommen sein. Zusätzlich habe ich natürlich noch ein bisschen weniger Nahrungsvolumen am Start, was den DEXA-Scan oder die Magermasse auch noch ein bisschen nach unten zieht. Denn wichtiger Punkt, wenn ihr selber einen DEXA-Scan machen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall morgens ohne was gegessen und am besten noch ohne was zu trinken zu einem DEXA-Scan. Und natürlich ohne Stoff genommen zu haben, dahin zu gehen. Ne? Wenn ihr vorher euch richtig viel Stoff reinballert, dann bringt das auch nichts als Natural Bodybuilder. Gehen, deswegen habe ich den DEXA-Scan morgens um 11 Uhr, damit einfach die Ergebnisse so genau wie möglich sind. Und natürlich von DEXA-Scan 1 zu 2 auch immer die gleichen Rahmenbedingungen einhalten. Also immer nichts essen, am besten nichts trinken, damit die Ergebnisse sehr, sehr gut sind. Denn wenn man sich den Magen vollschlägt, dann kann es sein, dass der DEXA-Scan das auch als Muskulatur mit reinrechnet oder da irgendwelche falschen Werte rauskommen. Jetzt, Leute, jetzt die Frage an euch, wie soll es weitergehen? Soll ich One Week Out nochmal DEXA-Scan machen? Ihr wisst ja, ich habe mehrere Wettkämpfe vor mir, dazu auf jeden Fall mehr in dem nächsten Vlog, an welchen Wettkämpfen ich starte, aber ich habe mehrere Wettkämpfe vor mir. William, schau bitte Leonie Insta-Story, die filmt sich einfach beim Kacken? Nein, oder? Glaube ich nicht. Nicht sich selber, sondern nur das Klo. Wie? Was ist denn jetzt daran schlimm, wenn die Toilette filmt? Ist doch nicht schlimm, oder?
Soll ich da nochmal einen DEXA-Scan machen? Geladen, nicht geladen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Persönlich habe ich mit Lukas Rücksprache gehalten und wir werden nochmal in einen großen Push gehen. So viel dazu. Erfahrt ihr alles im nächsten Vlog. Es geht auf jeden Fall richtig ab. Dann sei noch eine Sache gesagt. Könnt ihr mir auf jeden Fall gerne folgen auf Instagram. Das könnt ihr tatsächlich, Freunde. Empfehle ich euch. Wirklich. Der macht einen guten Job auf Instagram. Der erklärt die Sachen geil, die Übung geil. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Instagram, auf TikTok für richtig nice Reels. Natürlich auch hier auf YouTube. Und vergesst den Code Kai nicht, denn da bekommt ihr bei Rocker Nutrition immer den besten Code und spart mindestens 10%. Außerdem haben wir am Wochenende eine richtig fette Aktion. Ich tease die schon mal an. Und zwar der Warenkorb-Boost. Also auf jeden Fall am Start bleiben. Das war's mit dem YouTube-Video. Das war's mit meinem DEXA-Scan. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr haltet. Ich bin raus, euer Kai. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Ciao. Heide Kai, mach's gut. Ich hoffe, in 4 Wochen wird das ganze Paket auf der Bühne gut aussehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.